So, hier komm. Sugihara, einmal geht noch. Ich muss das jetzt holen. Nochmal ausweichen und verbrennen. Das war gut, das war gut. Aber wir hatten ein bisschen Pech. Wir hätten nur zwei von diesen X-Damage-Casts gebraucht und wäre direkt Popo gewesen. Ein paar Mal von denen hier, dann wäre direkt vorbei gewesen. So, und auf geht's. Wir haben 5 Mana auf der Hand, was natürlich ein bisschen viel ist, aber naja. Und er bringt den eifrigen Gefolgsmann. Aber wir haben hier den Kartenzieher, was ich sehr gut finde. Und zwar mal den sengenden Speer, damit können wir erstmal seine kleinen Kreaturen in Zaum halten und uns selber Schaden zu geben. Das geht. Der greift jetzt natürlich an, sein 1-1er, aber naja, der eine Schaden, der geht noch. Okay, was kommt da? Der Rabamottenreiter. Nerv. Okay, wir haben hier die winzigen Dragonauten. Die sind natürlich cool. Aber ich will jetzt erstmal den... Mindestens einer davon muss weg. Der Mottenreiter hier nervt. Wir müssen ein bisschen Damage kriegen, verhindern, bis wir die Karten ziehen und so. Und nebenbei spielen wir dann gleich die winzigen Dragonauten noch, die immer plus 2, plus 0 erhalten, wenn wir einen Spontanzauber oder Hexerei spielen. Ziemlich geil sind. Er bringt wieder den Araber-Mottenreiter. Ein nerviger Bolt ist er, ein nerviger Bolt. Oh, nochmal die Drachenreiter, cool. So, die spielen wir jetzt auch, weil wir können mit denen momentan auch blocken. Was für ganz nett ist, ne? Das ist ja ganz nett, doch. Das ist ja ganz nett. Sein Erbrutzelt ihr jetzt weg, was er natürlich macht mit der Blitzhelix. Er kriegt sogar noch 3 Lebenspunkte dazu. Guy de Lusignan. Fluch dem gleich ein. Zum Glück machen die nur einen Schaden. So, und ich glaube, das war ein Kanzel, oder? Gedankenfesselung. Neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl mit umgewandelten Mana-Kosten von 4 oder weniger. Ja. So, und nochmal die winzigen Dragonauten. Und ab nächster Runde gibt es dann erstmal hier den dicken Kartenzieher die Gelegenheit. So, mal schauen. Wir blocken den Fliegefritzen hier. Kriegen ihn zwar nicht tot, aber immerhin kriegen wir nur einen Schaden jetzt. Schön. Ah, Anrufung des Feuerhirns. Bestimme eines. Zieh X-Karten oder Anrufung des Feuerhirns fügt einer Kreatur deinem Spieler deiner Wahl X Schadenspunkte zu. Natürlich ziemlich teuer, das heißt, wir würden momentan auch nur 2 Karten ziehen. Oder wir spielen die Gelegenheit. Ach, die kostet wirklich 6. Die können wir uns wirklich nicht leisten. Oh. Dann spielen wir lieber den und canceln hier, ne? Können wir ja, ne? 2 und dann er hit 3. Okay, dann machen wir das lieber, glaube ich. Obwohl, die haben keine Wachsamkeit hier, ne? Vielleicht spiele ich das dann auch in seiner Runde und block dann. Ich glaube ja. Das ist ein Spontanzauber hier. Ich muss ja erstmal ein bisschen blocken hier. Ein bisschen blocken. Nicht so viel auf Angriff jetzt gerade. Okay, der geht zu einem Klingenmeister. Der wird weggecancelt. Okay. Jetzt kann er natürlich angreifen, wenn er möchte. Was hat er da geopfert? Ach, von einem Land, ne? Okay. Die immer in eine Weite oder so. So, jetzt haben wir natürlich zweimal das Ding hier. Das ist ja, ja. Ist ja frontal. Wollen wir 2 Karten ziehen mit dem Ding? Okay, das Anrufen des Feuerhirns. Der ist auch echt ein bisschen teuer.
Der lohnt sich eigentlich immer erst richtig, wenn man richtig Patte auf Dings hat. Nee, ich denke, wir machen gerade nichts. Wir machen das so wie eben. Auch wenn wir gerade nicht canceln können. Können wir immer den sengenden Speer spielen. In seiner Runde. Und wir blocken ein bisschen. Ah, Risu, der sinkende Stern. Den würde ich natürlich jetzt gerne canceln, weil wir den gleich nicht töten können. Frech. So. Jetzt hauen wir ihn weg. Und blocken den anderen Typi jetzt mit ihm. Und dann sind die beiden schon mal weg. Was ja ganz nett ist, ne? Da kommt noch ein Mana. So, tyrannisieren. Jeder Gegner darf entscheiden, sich von Tyrannisieren 5 Schadenspunkte zufügen zu lassen. Falls niemand dies tut, zieht ein Spieler deiner Wahl 3 Karten. 5 Schadenspunkte. Die mir könnte ich gerade 2 machen. Ist auch eine Hexerei. Oh, ich würde gerne, ich brauche nur eine Karte, ne? Okay, da wir nichts anderes machen können, muss ich ja fast schon. Spiele ich Tyrannisieren? Ich glaube ja. Er nimmt bestimmt 5 Leben. Jo, macht er. Wollen wir jetzt 3 Schaden machen oder wollen wir bei ihm vorwerfen? Fliegend. Wenn Ruisei, der sinkende Stern, stirbt, fügt er jeder nicht fliegenden Kreatur 5 Schadenspunkte zu. Nee, wir müssen das Spiel rauszögern. Das heißt, wir werfen nächste Runde vor. Damage machen ist gerade nicht so wichtig. Denn er ist im Vorteil, er macht mehr Schaden. Okay, vorgeworfen. Und er hat keine Karten mehr auf der Hand. Und wir können endlich die Gelegenheit spielen. So, das ist doch ganz nett. Bannfeuer, das ist doch genau das, was ich brauche. Kann sein Typ, der gleich in der nächsten Runde sterben, obwohl wir jetzt natürlich 5 Schaden kassieren. Doof, aber kann man nichts gegen machen. Oh, der eifrige Gefolgsmann, den kennen wir ja schon. Der ist jetzt uns gerade egal. Ich bin nur froh, dass wir das Bannfeuer gezogen haben, mit dem wir x Schaden machen. Und wir haben noch den Schwefelschwall, aber der macht uns selber auch Schaden, deswegen finde ich den gerade nicht so gut. Wir spielen jetzt das Bannfeuer für x plus rot. Wir haben 6, 7, das heißt, wir machen 6 Schaden. Das geht. Und wir machen das Bannfeuer natürlich jetzt auf. Och, dieses Spiel. Moment. So, da sind wir wieder. F. So. Auf Kreatur. Und auf die Kreatur. Bitte, danke. Schön, so alles gekillt bei ihm. Er hat jetzt wieder nur noch eine Karte, bitte ein Mana. Leider kein Mana anscheinend. Na doch, war ein Mana, schön. So, und was bist du hier? Die Zauberwindung. Schicke eine Spontanzauber- oder Hexereikarte deiner Wahl aus deinem Friedhof und eine Spontanzauber- und Hexereikarte deiner Wahl aus dem Friedhof eines Gegners ins Exil. Kopiere diese Karten. Wirke die Kopien, falls möglich, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Schicke die Zauberwindung ins Exil. Ja, krass, ne? Okay. Ich denke, wir spielen jetzt erstmal die erinnernde Mauer und holen uns was Schönes wieder. Was holen wir uns denn wieder? Holen wir uns Tyrannisieren wieder. Kriegt er 5 Schadenspunkte? Oder lieber das Bannfeuer. Ich glaube, wir holen uns das Bannfeuer wieder. Da kriegt er gleich richtig Bumm. Da kriegt er gleich richtig Bumm, der Junge. Wir haben noch genug
so auf der Hand, die so Schaden machen hier mit Kartenzieher, meine ich. Wir haben noch die Gelegenheit, was ein Kartenzieher ist. Wir haben noch das Anrufung des Feuerhirns, was ein Kartenzauber ist, Kartenzieher ist. Und Bandfeuer zum Damage machen. Und noch ein Cancel jetzt auf der Hand und hier noch Damage. Ich denke, wir spielen jetzt erstmal wieder das Bandfeuer, oder? Zauberwindung. Wir haben momentan so viele Karten auf der Hand. Ich denke, wir machen einfach mal das Bannfeuer auf ihn. 6 Schaden auf Spieler. Bumm. Mal gucken, was jetzt passiert. Der eifrige Gefolgsmann. Bushido 1. Das geht ja noch, das geht ja noch. Solange er nur solche kleinen Karten spielt, bin ich damit noch zufrieden. So, und jetzt haben wir die winzigen Dragonauten. Spielen wir die jetzt zuerst? Ah, ist eigentlich egal. Mehr oder weniger. Aber ich glaube, die spielen wir jetzt zuerst. Und spielen dann Elektrolysieren. Und hauen mal alle seine kleinen Racker da weg. Und einen Damage noch auf ihn. Sieht er noch eine Karte? Ist ein Traum. Okay, hätten wir in seiner Runde machen können, ne? Verdammt. Hätten wir angreifen können mit den Typis. Ah, ne, hätten wir blocken können. Ah, ist auch egal. Okay, da kommt die Blitzhelix. Verdammt. Die Jungs direkt wieder weg. Ich könnte auch ein paar mehr Manas gebrauchen, ehrlich gesagt. Okay. Ist okay. Momentan aber 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karten auf der Hand. Frage ist, was machen wir diese Runde? Machen wir Tyrannisieren und Canceln? Ich glaube ja. Ich glaube ja, hat er 5 Schaden wieder akzeptiert. Okay, so und den Rest. Den canceln wir. Oder machen Schwefelschwall oder solche Scherze hier. So, eigentlich bräuchten wir jetzt nur noch ein Bandfeuer, dann wäre er schon so langsam des Todes. Da kommt der Kitsune-Typi, wollen wir den canceln? Ach, ich glaube ja. Den canceln wir mal. Noch ein Mana. Wollen wir jetzt erst Karten ziehen? Ich glaube ja, ne? Jo, machen wir mal. Gelegenheit. Oh, die Ende Mauer. Das heißt, wir könnten uns das Bannfeuer wiederholen. Hier noch was. Miley. Interessant. Ich glaube, wir spielen einfach mal Miley. Wieso denn nicht? Können wir Damage machen gleich noch, wenn wir Glück haben. In der nächsten Runde. Mit dem guten alten Meiler Unhold, der sich ja immer hochbufft, wenn wir Zauber machen. Diese Karten sind echt krass, dieser Meiler Unhold und diese winzigen Dragonauten, die gehen richtig steil. So, der Kampfassistent Ronin greift immer an, wenn möglich. Ja, wir haben da eine Mauer, deswegen macht er mir gerade nicht so viel. Noch ein Kartenzieher. Krass, krass, krass. Die Frage ist, spielen wir nicht lieber erstmal die Mauer? Ich glaube ja. So, und holen uns das Bannfeuer wieder, wa? Jo. Auf jeden. Und gleichzeitig wollen wir seinen komischen Typ wieder noch wegmachen. Ach, der interessiert mich ja nicht. Wir haben die Mauern. Wir holen lieber noch einen Kartenzieher, ne? Jo. Schwefelschwall. Erleuchteter Djinn, der ist richtig geil. Okay, und ein Mana. Ach, werfen wir das Mana ab, komm. Also wir könnten jetzt natürlich mit diesem Typ hier, mit unserem Miley attacken. 4 Damage, er wird aber blocken und kann den Tod blocken. Ach, behalten wir den einfach mal. Sonst ist er direkt wieder tot. Unsere Miley, das wollen wir nicht.
Und wir haben den erleuchteten Djinn. Für 7 Mana, fliegend. Alle Spontanzauber und Hexereien, die du spielst, haben Reproduktion. Die Reproduktionskosten sind gleich den Mana-Kosten des Zaubers. Ja, da kann man dann richtig, richtig Bam machen, ne? Kannst du dann so 6-mal hintereinander so das Bannfeuer, also nicht das Bannfeuer, sondern könnte man so einen Damage-Zauber machen und so. Das geht dann schon. So, mit ihm hier blocken. 3-3 hat der wirklich. Krass. Oh, noch ein Mana dazu, haben wir 11. Haben wir 11? Ja, ne? Okay, dann können wir jetzt einfach das Bannfeuer machen und er ist Toto. 10 Damage. Bam. Auf Spieler natürlich. Und endlich ist es soweit. Meine Fresse nochmal. Ach, jetzt kommt nochmal die Blitzhelix. Heilt er sich nochmal ein bisschen. Ja, genau, ey. Hat er jetzt noch 2 Leben. Der alte Schmuck. Aber wir können jetzt attacken. Und jetzt ist vorbei. Oder? Nochmal die Blitzhelix. Ja, genau. Was ein Lacker. Steht es noch 5-7. Interessant. Fumiko, die Tiefgeborene. Legendäre Kreatur Mensch. Fumiko, die Tiefgeborene, hat Bushido X. Wobei X gleich der Anzahl der angreifenden Kreaturen ist. Kreaturen, die deine Gegner kontrollieren, greifen in jedem Zug an, falls möglich. Mhm. Okay. Gefällt mir jetzt nicht so. Schon wieder der Typ. Blocken wir natürlich. 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 So, noch ein Mana. Und er hier ist auch ein Damage Cast. Deswegen benutzen wir ihn jetzt als Damage Cast. Und machen hier mal platt. Ziehe, nee, eine Kreatur deinem Spieler deiner Wahl x Schadenspunkte zu. So, machen wir 9. Volle Granate. Ja, Spieler, hier, ja. Bumm. Haha, Sugihara. Mann, das hat aber auch gedauert. Und dann noch mit Abstürzen hier dazu. Da kriege ich auch langsam einen ganz großen Absturz. Und wir haben den vulkanischen Auswurf freigeschaltet. Der vulkanische Auswurf kann nicht geblockt, nicht neutralisiert werden. Der vulkanische Auswurf fügt jeder Kreatur und jedem Spieler 2 Schadenspunkte zu. Cool.